Herzlich willkommen zur Clinical Journal Club für diese Woche. Und wir sehen hier ein koronales CT-Bild von einem Abdomen. Wir können die Leber erkennen und wahrscheinlich ist der Magen hier voll mit irgendeiner Flüssigkeit, hat ungefähr die gleiche Dichte wie die Leber. Dann sehen wir diesen massiv dilatierten Darm hier. Kontrastmittel ist vorhanden, wir können die Aorta hier erkennen und im Angebot sind unterschiedliche Antikörper, aber wir kriegen noch ein Stück Zusatzinformation, akutes Nierenversagen. Okay, jetzt IgA-Antigewebetransglutaminasen sind Antikörper, die sind da bei Zöliakie. Und das sieht eigentlich nicht aus wie Zöliakie. Zöliakie würden wir vielleicht erkennen in einer Bariumsulfat-Darmpassage. Da sind die Villi verkürzt und Malabsorption und ähnliches. Aber dies sieht eigentlich brisanter aus als das. Und ich würde auch kein akutes Nierenversagen erwarten bei der Zöliakie. Ich wüsste nicht, dass eine Lyme-Borreliose irgendwas zu tun haben mit Magen-Darm-Symptomatik. Gelenke meinetwegen, Herzblock meinetwegen, neurologische Symptomatik, Hautausschlag und so weiter. Aber mir sind keine Darmkatastrophen bekannt. Helicobacter pylori Antigene im Stuhl, weiß nicht, was das ist, ich kenne das nicht. Antimitochondriale Antikörper würden wir vielleicht bei biliärer Leberzirrhose erwarten, aber die sehen nicht aus wie biliäre Leberzirrhose. So bleibt uns nichts anderes übrig als Ankervaskulitis. Und das soll auch die richtige Antwort sein. Das passt natürlich mit dem akuten Nierenversagen und vielleicht, wenn da ein Gefäßverschluss ist, was den Magen-Darm-Trakt beeinträchtigt, würde man so eine Dilatation vielleicht erkennen. Das dürfen wir nicht mehr wegnerische Granulomatose nennen. Das heißt heutzutage Granulomatose mit Polyangiitis, assoziiert mit antineutrophil-zytoplasmatischer Antikörper. Und das ist vielleicht auch, können wir auch damit leben. Also das passt am besten. Jetzt die ersten drei Arbeiten in New England Journal kommen alle von Salim Yusuf. Und Salim Yusuf ist basiert an der McMaster's Universität in Kanada und das ist die Hochburg von evidenzbasierter Medizin. Und er ist wahrscheinlich der raffinierteste in der Entwerfung von randomisierten, prospektiven klinischen Studien, um wichtige Fragestellungen zu beantworten. Und ich glaube, der ist schon 50 Mal im New England Journal erschienen und diese drei dazu merkt man gar nicht. Was er durchgeführt hat, ist eine riesige Studie, wo große Zahlen an Patienten randomisiert worden sind zu Lipidsenker, Rosuvastatin, das HMG-CoA-Reduktase-Hemmer, blutdrucksenkende Therapie mit Candesartan plus eine kleine Dosis von Hydrochlortiazid, beide dieser Kombinationen zusammen oder eine Tablette, die nicht zu unterscheiden ist von was diese anderen Leute gekriegt haben, aber ohne Inhalt, das heißt ein Placebo. Und so kann er dann Vergleiche ziehen zwischen diesen Kombinationen und diesen Kombinationen. Und auf diese Art und Weise kann man mit einer Studie drei New England Journal Papers schaffen. Das hat er auch geschafft. Und in der ersten Studie vergleichen wir Placebo gegen Blutdrucksenkung. Jetzt die Frage ist, bei wem? Warum wollen wir dies wissen? Nämlich wir wissen, dass Blutdrucksenkung für definierte Hypertoniker gut ist und wir wissen, dass in allen Altersgruppen das wenigstens Schlaganfallrisiko und Herzinfarktrisiko ziemlich stark herabsenkt und das sollte eine gute Idee sein. Aber diese Patienten haben nur einen Risikofaktor. Eigentlich haben sie zwei Risikofaktoren. Eines ist Alter und für Männer ist das definiert als über 55 und bei Frauen über 65.
und dann irgendein anderer Risikofaktor, Typ 1, Typ 2 Diabetes, Bauchumfang massiv, Rauchen, etwas erhöhten Blutdruckwerte, etwas erhöhte LDL-Spiegel, eines von diesen Sachen. Muss nicht 2 oder 3 sein. Wäre 2 oder 3, dann wäre es ja ziemlich klar, dass hier irgendwas unternommen werden sollte. Aber ich habe aus dem Supplement hier eine Liste gemacht, von was die Leute gehabt haben, für diese Studie in Frage zu kommen. Was auch Salim Yusuf sehr geschickt macht, ist, da er indischer Abstammung ist, hat er keine Probleme, Gruppen zu rekrutieren aus anderen Ländern weltweit, Indien selbstverständlich, aber China und alles Mögliche, um die Anzahl an Patienten, die für sowas in Frage kommen, massiv zu erhöhen. Das war hier auch der Fall. Und man sollte bei solchen klinischen Studien immer die Einschlusskriterien angucken, ob die vernünftig sind und ob das eine neue Fragestellung wirklich ist. Und welche Leute hier nicht dran teilnehmen durften. Und das ist hier auch gegeben. Dann der nächste Punkt ist, was sind die Endpunkte, die man suchte? Und es geht im Prinzip, der primäre Endpunkt ist Herzinfarkt und Schlaganfall. Kombination von den beiden Apokrin, Herzinfarkt und Schlaganfall. Und der sekundäre Endpunkt, etwas weniger wichtig eingestuft, das ist Herzinsuffizienz, Krankenhausaufenthalte und ob man reanimiert werden muss oder nicht. Gut, das haben die dann prospektiv so definiert und dann geht's weiter. Das Repeat-Risiko in den Yusuf-Studien geht nach dem Interheart Cholesterol Score, aber ich glaube, das ist nichts anderes, als wenn man LDL und HDL Cholesterin gleichzeitig betrachtet. Können Sie nachschlagen, aber was die gemessen haben, ist ApoB100 und ApoA1. Und haben diese beiden Sachen verglichen, aber ich wüsste nicht, das ist im Prinzip das Gleiche, als würde man LDL und HDL-Cholesterin betrachten. Und hier sind die Leute, die in diesen beiden Armen hier sich befanden, die entweder die Blutdrucksenkung kriegten oder eine Placebo-Tablette, die genauso aussah. Und Männer und Frauen und Bauchumfang gegen Hüftumfang und haben sie geraucht oder nicht. Sie mussten ja nur einen Risikofaktor haben. Niedriger HDL-Spiegel, Glukoseintoleranz, frühes Diabetes mellitus, familiäre Geschichte von koronarer Herzerkrankung, etwas sind wir ja schon durchgegangen. Also manche hatten auch erhöhte Blutdruckwerte als dieser eine Risikofaktor. Also in diesen beiden Maßstäben waren diese Gruppen gut zu vergleichen und was wir hier erkennen können, ist die blutdrucksenkende Therapie hat sofort angeschlagen, aber die Leute fingen an mit einem Blutdruckwert von 137 und heutzutage würden wir wahrscheinlich in der Praxis eine Therapie nicht anfangen bei Leuten mit einem systolischen Druck von 137. Aber was wir hier sehen, ist tatsächlich, die Verum-Gruppe hat angeschlagen und Blutdruck ist ungefähr 7 mm Hg abgefallen, was man auch erwarten würde von 16 mg Candesartan und 12,5 mg Hydrochlortiazid bei Leuten mit systolischem Blutdruck von 137. Placebo hat auch den Blutdruck 2,5 mm Hg gesenkt und das lief über die ganzen 7 Jahren so weiter. Und dann, was in Wirklichkeit passiert ist, sind diese beiden Linien hier unten, wo wir hier im Prinzip gar nichts sehen. Das ist so wenig passiert, dass man beinahe am Einschlafen wäre. Aber wenn wir jetzt das Ordinat vergrößern, dann können wir diese Linien schon ein bisschen trennen. Hier ist vielleicht ein Trend. Dies sind kumulative Risiko ist hier gezeigt, aber keiner dieser Unterschiede sind statistisch signifikant. Und was wir hier sehen, ist, wenn wir hier Untergruppen angucken, bei denen, die ihr einziges Risikofaktor erhöhten Blutdruck hatten, die würden dann hier fallen und bei denen hat die Blutdrucksenkung schon etwas geholfen, genug um ein signifikantes Ergebnis zu erzielen, aber in der gesamten Gruppe war das nicht der Fall. Aber wir sehen hier, und was beruhigend ist,
dieses Gefälle hier, umso höher der Blutdruckwert, umso mehr sinnvoll ist diese bestimmte Therapie. Okay, das hätten wir ungefähr so erwartet. Dann die nächste Studie. Diesmal gucken wir uns, was hat Rosuvastatin gebracht im Vergleich zu Placebo. Und diese Studie war riesig und in diesen beiden Armen sehen wir 6.000 Leute in der Placebo-Gruppe und 6.000 Leute in der Rosuvastatin-Gruppe und ja, diese anderen Ausgangswerte sind auch alle vergleichbar und so ähnlich, wie wir in der ersten Auswertung sahen. Und der primäre Endpunkt und sekundäre Endpunkt waren die gleichen. Das heißt, es geht um Herzinfarkt und Schlaganfall oder Herzinsuffizienz, Revaskularisierung, reanimiert zu werden, etc. Gut. Und siehe da, würden wir auch erwarten, Rosuvastatin senkt LDL-Cholesterin. Und das hat es auch getan bei ungefähr 25%. Und diese Leute, Ausgangswert hier ist ungefähr, was mein LDL-Cholesterinspiegel ist. Also die sind nicht Leute mit massiv erhöhten Lipidwerten. Die hatten einen LDL-Spiegel von 130 und der wurde dann auf 90 gesenkt und für die 5,5 Jahre lief das so weiter. Und das ist auch reflektiert durch Senkung von ApoB100, ungefähr zum gleichen Ausmaß. Und was wir auch schon mal gehört haben, ist, dass Statintherapie, insbesondere mit Rosuvastatin, kann CRP-Werte senken und das soll was Gutes sein und das ist hier auch erfolgt. Also das ist beruhigend. Und dann, wenn wir hier Endpunkte angucken, primäre Endpunkt, das ist statistisch signifikant, 235 in dieser Gruppe und 304 Ereignisse in dieser Gruppe und sekundärer Endpunkt auch statistisch signifikant. Und Krankenhausaufenthalte auch etwas niedriger. Jetzt diese Unterschiede sind nicht groß, aber weil da so viele Leute sind in diesen Studien, ist das statistisch signifikant. Und wenn wir uns die Linien angucken, ja, wenn man eine Brille auf hat, sieht es so aus, dass das könnte was sein. Und wenn wir Ordinat hier vergrößern, dann sehen wir hier tatsächlich einen signifikanten Einfluss. Jetzt, wenn wir das ausrechnen, was ist der Anzahl an Leute, die ich brauche, um diesen großen Vorteil zu erringen, ist ungefähr 50. Das heißt, ich muss 50 Leute behandeln, um ein Ereignis zu vermeiden. Aber 10 Milligramm Rosuvastatin macht wenig Nebenwirkungen. Und ich glaube, es ist bald nicht mehr unter Patentschutz oder wird nicht mehr lange dauern. Da kann man das jeden Menschen auf Erden wahrscheinlich verordnen für niedrige Kosten. Und das ist auch mit bei der koronaren Revaskularisierung und Herzinfarkt separat und Schlaganfall separat ist das der Fall. Jetzt gucken wir uns die dritte Studie an und in der dritten Studie hat ein Quartal beide Therapien gekriegt und das andere Quartal war wieder mal Placebo, die haben ja gar nichts gekriegt, obwohl sie das nicht wussten, weil die Tabletten alle gleich aussehen. Und die primären Endpunkte, sekundären Endpunkte waren die gleichen und hier sind wieder mal die Ausgangswerte und das sah alles wie vorher. Und was wir, die Richtung, in der wir steuern, ist die sogenannte Polypille. Man hat den Gedanken, dass um die besorgten Gesunden etwas anzubieten, könnten wir doch eine Tablette machen. Da ist halt ein bisschen Statin drin, da ist ein bisschen Blutdrucksenker drin, vielleicht sogar ASS und ähnliches. Und so könnten wir flächendeckend nicht nur die Menschen glücklich machen, aber vielleicht diese primären und sekundären Endpunkt senken. Und da sind schon Präparate, die Pharmaindustrie schläft ja nicht, stehen heute zur Verfügung, sodass sie ihre Patienten mit einem relativ niedrigen Risiko diese Sachen verordnen können. Und darum geht es in diesen Studien. Und was wir hier sehen, ist tatsächlich in dieser Kombination, Rosuvastatin hat wieder gewirkt und die Blutdrucksenkung hat auch gewirkt. Blutdruck ist gefallen und LDL-Cholesterin ist gefallen. In der Verum-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Und diese hier sind wieder die Tabellen. Und was wir hier sehen, ist der primäre Ausgangswert und die sekundären Ausgangswerte waren wieder statistisch signifikant.
wieder in der Rosuvastatin-Alleine-Studie. Der Vergleich, der uns vielleicht fehlt hier, ist, wir hätten vielleicht dies verglichen mit der Rosuvastatin-Studie, anstatt mit Placebo, um zu sehen, ob tatsächlich der Blutdrucksenker irgendwas bewirkt hat. Aber wenn wir uns dies angucken, hat es vielleicht ein bisschen bewirkt. Aber das ist ein bisschen hier schwer zu entnehmen. Aber wieder mal, was in Wirklichkeit passiert ist, hier unten, dies ausgespreizt ist ganz nett, aber was in Wirklichkeit passiert ist hier unten und die Anzahl der Ereignisse in diesen Leuten mit sehr niedrigem Risiko, die waren halt wenig, würden wir halt auch erwarten. Das war der große Wurf von Salim, aber ganz ruhig bleiben. In Lancet wird er nächste Woche wieder erscheinen und dann geht's mit Salim Yusuf weiter. Nächste Thema in New England Journal geht es um Gerinnung und es geht um Hämophilie. Ich interessiere mich eigentlich sehr für Hämatologie. Leukämie könnt ihr behalten, aber Hämophilie und Anämie und Erythrozytenprobleme und Plättchenprobleme, die finde ich ganz spannend. Das Erste, was man im Kopf behalten muss, ist diese 13 Gerinnungsfaktoren, die nach römischen Nummern hier nummeriert sind und die haben sie alle auswendig gelernt in der Schule, aber wenn man sich mit denen nicht jeden Tag beschäftigt, das sind die ein bisschen verwirrend, aber ich habe sie da aufgelistet. Und bei der Hämophilie A und Hämophilie B, hier heute geht es um die Hämophilie A, geht es um Faktor 8. Und der sitzt hier und der ist eng assoziiert mit Faktor 9 und auch Faktor 10 und bindet Calcium und hat schon viel Unglück bewirkt. Und hier sehen wir diese Gerinnungskaskade. Da sind zwei Wege, ein intravasaler, intrinsischer Weg, der geht durch Faktor 12, 11, 9, 10, hier ist 8 schon, um Prothrombin zu Thrombin umzuschalten, was dann Fibrinogen in Fibrin umwandelt. Und diese Schritte hier unten, die hat Rudolf Virchow schon erkannt. Und diese anderen Erkenntnisse kamen dann im Ende des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert. Der letzte ist hier Faktor 12. Da war ich schon sogar dabei. Der wurde in 68 beschrieben als dieser arme Herr Hagemann. Der ist übrigens an Lungenembolus verstorben. Hat das New England Journal geschafft. Also so sieht das aus. Der andere Weg ist, wenn das Gewebe verletzt wird, wie vielleicht in der Verwundung, wo Tissue Factor, das ist Faktor 3, aus dem Gewebe kommt und auch Faktor 7, um hier Faktor 10 zu aktivieren und hier ist Faktor 8 etwas mehr indirekt involviert, aber das spielt auch eine Rolle, weil Faktor 8 an den von Willebrands Faktor bindet, der im Endothel produziert wird. Und darum geht es grundsätzlich in einer dieser Arbeiten. Also hier sind die Hämophilien, hier ist Hämophilia A, hier ist Hämophilia B, das hat das Haus von Hohenzollern und Romanow gequält, weil die Königin Victoria eine Mutation hatte in einer ihrer X-Chromosomen, sodass sie Faktor 9 nicht produzieren konnte. Das ist dann aber auch wieder ausgestorben und die Leute sind auch alle ausgestorben, aber das ist genannt worden nach einem Patienten, der hieß Christmas, das englische Wort für Weihnachten, Christmas Factor ist Faktor 9. Dann gibt es auch Hämophilie C, das hat es zu tun mit Faktor 11. Aber die häufigste genetische Gerinnungsstörung hat zu tun mit Van Willebrands Faktor. Und in einer dieser Arbeiten spielt Van Willebrands Faktor eine wesentliche Rolle. Also wenn Sie jetzt sollten Sie mal machen, Patienten befragen, wie ist es mit Menstruation und haben Sie Nasenbluten und hat der Zahnarzt sich schon beschwert und ähnliches. Sie werden Hämophilie A wahrscheinlich nicht begegnen, aber Van Willebrands Faktor Mutationen werden Sie begegnen. Das kann autosomal dominant oder rezessiv sein. Es gibt ungefähr 4 unterschiedliche Formen. Und hier ist der Van Willebrands Faktor, der bindet an Faktor 8 und der wird von Endothel produziert, um Löcher im Endothel zu stopfen. Und dieser ganze Konstrukt hier hat Bindungsstellen für Plättchen. Das bindet die Plättchen dann in das Loch, sodass das Loch gestopft wird. Können Sie alles da nachlesen.
Die erste Studie hat zu tun mit, wie sollten wir Faktor 8 verabreichen. In meiner Generation musste ich das mit Kryopräzipitat machen. Das war sehr aufwendig, aber das war ein großer Vorsprung, von einfach frischem Plasma zu geben, um Faktor 8 zu verabreichen. Dann kam die AIDS-Welle. Und dann hat man sich überlegt, naja, wir können jetzt nicht diese humanen Produkte diesen Hämophilie-Patienten mehr verordnen. Wir müssen es rekombinant herstellen. So wurde, hat man dann CHO-Zellen beigebracht, wie sie Faktor 8 zu produzieren haben. Das haben die auch brav gemacht. Die haben dann menschliches Faktor 8 produziert. Aber dieses menschliche Faktor 8, wie auch das der Faktor 8, das man von Spendern kriegt, ist behaftet, indem die Patienten Antikörper entwickeln gegen Faktor 8. Das heißt, die haben dann Faktor 8 Inhibitoren und bluten weiter. Und man hatte den Eindruck, dieses Problem ist größer bei den Patienten mit rekombinanten Faktor 8 im Vergleich zu Patienten, die Faktor 8 kriegen von Spendern. Weil der Faktor 8 von den Spendern ist gebunden an Van Willebrands Faktor. Und es könnte ja sein, dass Van Willebrands Faktor irgendwelche Epitopen verdeckt, so dass man weniger Antikörper gegen Faktor 8 bildet. Und das wurde hier in dieser ersten Studie verglichen, wo 264 Patienten mit Hämophilie A sind randomisiert worden zu Faktor 8 von rekombinanten Herstellern oder von plasmaderivierten Faktor 8, das mit Van Willebrands Faktor einhergeht. Und siehe da, die Entwicklung von Inhibitoren war beinahe zweimal so häufig bei den Patienten, die rekombinante Faktor 8 gekriegt haben, im Vergleich zu die Leute, die Faktor 8 von Spendern gekriegt haben. Und die Anzahl an Leute, die wirklich hohe Titern gekriegt haben, wo sie wirklich Probleme hatten mit Faktor 8 Inhibitoren, und diese armen, überwiegend Kindern, kriegen jetzt Faktor 8 gespritzt jeden zweiten Tag. Früher haben wir es nur gegeben, als die Leute geblutet haben, das war auch eine Sauerei, aber also diese Patienten kriegen das jeden zweiten Tag. So will man keine Inhibitoren haben. Und das waren in allen partizipierenden Ländern gleich. 300 Leute zu finden mit Hämophilie A ist nicht trivial. Muss man schon ein bisschen rekrutieren. Und hier ist das Gefährdungsrisiko. Und das war bei all diesen Gruppen aus diesen unterschiedlichen Ländern, trat dieses Risiko auf. So können wir sehen, dass Faktor 8 von Spendern kombiniert mit Van Willebrands Faktor eigentlich günstiger aussieht als das rekombinante Faktor 8, wo das AIDS-Risiko vielleicht niedriger ist, aber wir haben jetzt bessere Tests für AIDS, muss man sich überlegen, wie man die Strategie jetzt einschlagen soll. Und das nächste Paper im New England Journal, glaube ich, gibt die Antwort. Und dies ist ziemlich geil, wenn ich so einen Ausdruck benutzen darf. Wir haben ja schon diskutiert, wie Faktor 8 funktioniert. Und das macht eine Brücke zwischen Faktor 10 und Faktor 9. Und wenn wir einen Antikörper herstellen könnten, das diese Brücke für uns macht, dann haben wir einen Ersatz für Faktor 8. Und dieser Antikörper, der diese Bindung hier tatsächlich herstellt, Emicizumab heißt dieser Antikörper, und der könnte ein Ersatz sein für Faktor 8. Jetzt idealer Ersatz vielleicht nicht, weil diese Beziehung zwischen Faktor 8 und Van Willebrands Faktor da nicht mehr hergestellt ist, aber immerhin. Das wurde hier ausprobiert und dies ist hergestellt worden in Japan, und die haben hier drei Kohorten an Patienten untersucht. Also sie hatten hier, dies ist eine Phase 1, Phase 2 Studie. Das heißt, die mussten erst Pharmakokinetik beweisen, dann mussten sie Sicherheit beweisen und dann hatten sie auch ein paar Endpunkte, aber dies ist noch nicht eine definierte Phase 3 Studie, aber schon ziemlich gut. Und siehe da, unterschiedliche Dosierungen von diesem Antikörper führen zu Plasmaspiegeln im Vergleich zu Placebo, oder sind drei unterschiedliche Dosierungen hier gegeben worden, und PTT fällt ab, das wollen wir ja haben, mit der Gabe, so Labor sah schon besser aus, und Thrombingeneration
war bei allen Dosierungen schon, sah schon ziemlich gut aus. Und wenn wir uns dann Blutungsepisoden hier angucken, und die sind ein bisschen komplizierter, aber müssen Sie mir halt glauben, hier sind Patienten, die haben schon Faktor 8 Inhibitoren. Und die dunkelblauen sind die Leute, die die Antikörper gekriegt haben, die fahren schon erheblich besser, was Blutungsepisoden anbelangt, als diese Leute, die keine Prophylaxe oder Bypass-Agent-Prophylaxe hier bekommen haben. Und wenn sie keine Inhibitoren haben, dann ist Faktor 8 ja okay. Und das ist hier gezeigt. Und in der zweiten Kohorte sehen wir hier was Ähnliches. Und in der dritten Kohorte sehen wir hier wieder einen Vorteil für diesen Antikörper, der diese Brücke schlagen kann zwischen Faktor 10 und Faktor 9 mit diesem künstlichen Faktor 8. Fand ich ziemlich eindrucksvoll, und Nebenwirkungen fand ich akzeptabel. Hier ist eine ganze Liste von denen. Und Faktor 9 Spiegel sind gemessen worden und Faktor 10 Spiegel sind gemessen worden. Die bleiben erhalten in allen drei Gruppen. So sieht dies aus, als wäre es vielleicht eine vernünftige Alternative für diese Hämophilie-Patienten. Als ich für eine Notaufnahme zuständig war, hatten wir eine ganze Familie von Hämophilie-Patienten, und die gehörten natürlich einen Motorradgang an, die Hells Angels. Und die kamen dann ab und zu rein, da haben die Schwestern mich gerufen, deine Bengel sind hier wieder da. Und dann bin ich da hingelaufen und hab den Kreopräzipitat gespritzt. Aber ich glaube, dieser Antikörper hätte denen mehr geholfen. Review im New England Journal geht es um Schlaganfall, kryptogenen Schlaganfall. Und es stellt sich heraus, dass ungefähr ein Viertel der Leute, die reinkommen mit Schlaganfall, insbesondere die jüngeren Patienten, am Sinusrhythmus und keine Plaques und keine Arteriosklerose und keine Ahnung, warum die einen Schlaganfall gehabt haben. Und wenn man dann guckt, um zu sehen, ob sie Vorhofseptum-Defekt haben, einen offenen Foramen ovale hat ja ein Viertel der Bevölkerung, hilft uns nicht zu viel weiter. Und was machen wir mit diesen Patienten und was haben die? So geht es hier um einen 48-jährigen Mann, der kommt rein mit Doppelbilder und Ataxie und dem geht's schlecht und kann sein linkes Auge nicht mehr richtig bewegen und hat ein bisschen Halsschmerzen und hat halt einen Schlaganfall und kriegt ein MRT und hat auch eine Läsion hier im Thalamus. Ungünstig. Kann man da Neuroradiologen zum Hypothalamus ungern hinschicken. Was soll man machen? Kriegt ein Echo und könnte sein, dass er einen Rechts-Links-Stand hat. Dann kriegt er einen Holter angehängt für 2 Tage und hat die ganze Zeit durchlaufenden Sinusrhythmus. Was sollen wir mit diesen Patienten machen? Und die Diskussion hier finde ich wichtig. Das ist ein Viertel aller Schlaganfallpatienten. Die kommen in die Notaufnahme und da hilft kein Neuroradiologe. Und was machen wir mit denen? Und da sind wichtige Botschaften. Ich glaube, das Wichtigste ist es, dass mit diesem offenen Foramen ovale, das hat ein Viertel der Allgemeinbevölkerung, aber eine Hälfte von den Patienten mit kryptogenen Schlaganfall. Und das andere ist, dass auch wenn man 2 Tage Holter macht und nichts findet, die Chance, dass diese Leute paroxysmales Vorhofflimmern gehabt haben, ist relativ hoch. So muss man bei denen vielleicht ein bisschen mehr fahnden, um zu sehen, ob das nicht der Fall ist, als was man sonst machen würde. Und das wird hier diskutiert. Und dann potenzielle, das klinische Krankheitsbild, was man da alles sich angucken sollte. Und spritzen die was oder haben sie Libido-Reticularis, haben sie Antikardiolipin-Antikörpersyndrom, haben sie ein Herzgeräusch, sind die Pulse okay, haben sie ein Strömungsgeräusch, haben sie venöse Thrombosen in den Beinen, und wir haben ja schon unterschiedliche komplizierte Schlaganfallfälle hier diskutiert. Das muss man klinisch alles nachvollziehen und aufarbeiten. Sichelzellanämie und Schlaganfall, das ist uns ja auch bekannt. Und was die Bedeutung von diesen Befunden sein könnte. Ich glaube nicht, dass Sie einen Patienten hier auftreiben mit Kardasil-Syndrom, aber Sie haben es wenigstens gehört, was das ist. Und Takayasu arteritis haben wir doch schon gesehen. Und solche Sachen muss man berücksichtigen. Und dann sind
Schemen, die man abarbeiten kann, um vielleicht zum besseren Endpunkt zu erreichen. Und die Bildgebung hat sich natürlich dramatisch geändert, was man hier alles im Circulus Vili sieht. Der arme Thomas Willis würde vom Stuhl fallen, wenn er hier seinen Circulus so sehen könnte, wie wir den ohne weiteres beobachten können. Aber was machen wir mit diesen Patienten? Und letztendlich ist nichts gefunden worden und so ist er mit ASS nach Hause geschickt worden. Gut, das dazu. Das haben sie mit dem gemacht. Aber vielleicht sollten wir 30 Tage Monitoring machen, um dieses Vorflimmern vielleicht einmal zu erkennen. Dann kann man wenigstens eine Entscheidung treffen, wie es dann mit diesen Leuten weitergehen soll. Der Patient von letzte Woche mit diesem schrecklichen Skrotum. Ich habe schon getippt, der wird ein linksseitiges Nierenzellkarzinom haben. Da ist es. Und nachdem dieses entfernt worden ist, war diese Varikozele dann verschwunden. Dieser Patient hat mich interessiert, als die Natalia zu ihrer Approbationsprüfung gegangen ist, wollte der Prüfer wissen, was hat ein Patient mit Brustschmerzen und Heiserkeit? Der tippte auf den Aorta, der wollte die Antwort Aortenaneurysma, aber natürlich hat er noch nie sowas gesehen. Nämlich die Aortenaneurysmen, die zur Heiserkeit führen, sind sakuläre Aortenaneurysmen, wie bei Syphilis oder wie bei diesem. Nämlich Dissektionen, das geht so schnell und die machen diese riesigen Beulen nicht, sodass der Rekurrenz auf der linken Seite nicht beeinträchtigt wird. Dieser Patient kam rein ohne Brustschmerzen, aber war heiser. Und im Röntgenthorax hat man das gesehen und das ist ein sakuläres Aortenaneurysma. Syphilis wäre eine gute Antwort gewesen, wenn er AI gehabt hätte. Das war aber nicht der Fall oder nicht genug. Weiß nicht, aber vielleicht hat er ein bisschen AI gehabt. Aber dies ist ein Infektionsaneurysma. Die nennen wir mykotische Aortenaneurysmen. Und das Endothel ist besonders empfindlich auf Salmonellen. Und früher, als die Leute Typhus gehabt haben, häufig vor 100 Jahren, war dies ziemlich häufig. Und dies ist ein Salmonella Aortenaneurysma. Dann hat man an dem rum operiert und dann hat er eine Esophagusfistel gekriegt und letztendlich ist er gestorben. Aber das ist, was der Patient hatte. Der Fall im New England Journal geht es um diese 31-jährige schwangere Frau. Und bei Schwangeren, die dann auf einmal Fieber kommen im dritten Trimenon, und das ist immer ein Problem und man denkt natürlich an Chorioamnionitis-Entzündung von dem Fruchtwasserbeutel und ähnliches. Und das ist immer eine Gefahr. Kommt rein und 32-jährige Schwangerschaftswoche, hat ein bisschen Fieber, fühlt sich nicht so doll. Und man guckt nach unterschiedlichen Sachen, hat ein bisschen Cholestase. Hier sind eine Tabelle an Laborwerten und ein paar Enzyme sind hier ein bisschen erhöht. Bilirubin ist nicht erhöht, hat ein bisschen Ausschlag über ihren Abdomen. Man hat unterschiedliche Sachen gemacht und hat sie nach Hause geschickt. Dann kommt sie wieder. Körpertemperatur ist noch ein bisschen höher. Hier ist ein Blutdruck, hier ist ein Röntgen-Thorax-Bild. Ich hätte es eigentlich als normal abgeblasen, aber man dachte so ein bisschen an streifige Verschattung. Dies ist natürlich ein AP. Portables Röntgenbild kann man sagen, okay, kein Pneumothorax und viel mehr, darüber kann man wahrscheinlich gar nicht sagen. Die hat Zwillinge, und die Föten scheinen okay zu sein, aber die Ärzte haben Verdacht auf Chorioamnionitis und man hat sich entschieden, eine Induktion, Entbindung einzuleiten. Und da sie Fieber hatte von unbekannter Ursache im Prinzip, hat man Blutkulturen abgenommen und so getippt, auf was könnte dies sein, und hat sie behandelt mit Ampicillin und Gentamicin. Das war auch die richtige Entscheidung. Nämlich eines, was diese Leute haben, und dies ist aus den Blutflaschen, dies ist ein Grampräparat und wir sehen hier grampositive Stäbchen. Und dies ist Listeria monocytogenes. Und dies ist nicht häufig, aber bei kleinen Kindern unter einem Jahr mit Verdacht auf Meningitis und bei schwangeren Frauen
würde man auf das tippen, Fieber im dritten Trimenon, multiple Schwangerschaft, das heißt Zwillinge oder Mehrfachschwangerschaften, würde man drauf tippen und dann fragt man Milchprodukte, vielleicht nicht pasteurisierte Milchprodukte. Diese Frau war natürlich auf eine Naturheilwelle und hat sich mit Hummus ernährt. Noshabebit Hummus hat sie auch gehabt. Und man hatte den Verdacht, dass diese Listerien vielleicht über den Hummus angekommen sind. Also schwangere Frauen, drittes Trimenon, multiple Gestationen, Milchprodukte, aber den Zwillingen und der Mutter ging es dann gut. Nächstes Thema ist, ich staune immer über meine amerikanischen Mitbürger. Also muss ich Ihnen dies zeigen, diesen Sonderartikel in New England Journal. Und man hat, dies ist so erstaunlich, ich muss mich kneifen, um wach zu bleiben. Man hat in Florida, und das passiert jetzt in anderen amerikanischen Bundesländern weiter, ein Gesetz erlassen, dass Ärzte Patienten nicht über Schusswaffen beraten dürfen. Und wir haben ja schon betont, 30.000 Leute in Amerika sterben an Schusswaffen, jedes Jahr mehr als an Autounfällen. Aber die National Rifle Association und diese rechtsgerichteten Bekloppten haben argumentiert, dass dieses grundsätzliche Recht der Bürger wäre beeinträchtigt, wenn die Ärzte versuchen, ihnen aufzuschwatzen, die Munition wegzuschließen oder vielleicht eine Sicherheit auf der AK-47 einzubauen oder ähnlich. Das darf man nicht mehr machen. Also Patient kommt zum Doktor, Sie können ihnen sagen, passen Sie auf, Kondome sind eine gute Idee und vielleicht das mit 20 Kilo abnehmen wäre auch nicht schlecht und nicht weniger als 1 Liter Wein pro Tag, das darf man alles sagen. Man darf sie sogar warnen vor Sternschnuppen, aber man darf Schusswaffen nicht erwähnen, das ist strafbar. Und das finde ich erstaunlich, dass der Staat, und in diesem Fall ist es eine Bundesländerregierung, in das Verhältnis zwischen Arzt und Patient so eingreifen kann mit so einem Gesetz. Man, hoffentlich, der Donald wird das alles fixen. Gut, dann kommen wir zur Lancet. Und ich weiß echt nicht, warum diese Studie gemacht worden ist. Mir ist beigebracht worden, Patient kommt rein mit akutem Koronarsyndrom, ST-Streckenhebungsinfarkt, der muss im Katheterlabor sein unter einer Stunde. Tür zur Nadelzeit oder Tisch zur Nadelzeit, wie auch immer, unter einer Stunde. Es stimmt schon, dass thrombotische Embolien manchmal vorkommen bei Herzkatheter-Reparatur von Chemis. Das kann passieren, aber ich würde wahrscheinlich dieses Risiko in Kauf nehmen. Die Dänen haben eine Studie durchgeführt, wo sie Patienten mit ST-Streckenhebungsinfarkte, die zur Notaufnahme kam zum Katheterlabor, da haben sie eine Lyse gemacht, alle haben ein bisschen Lyse gekriegt und wenn die Lyse so aussah, als würde sie funktionieren, haben sie erst 24 Stunden später sie untersucht, um die Läsion anzugehen, um zu sehen, ob das weniger Thromboembolien auslösen würde. Das haben die gemacht und hier sind die Leute, 600 in jeder Gruppe, das sind schon viele. Und dann, was zu denen gemacht worden sind und wie sie nach Hause gegangen sind, aber hier ist das Endergebnis und da war kein Unterschied. Ich glaube, die Tür zu Nadelzeit sollte gleich bleiben und ich glaube, die Leute sollten lieber zum Katheterlabor gehen. Clinical outcomes not significantly different. Und linksventrikuläre Ausfallfraktion, man könnte denken, dass wenn man einen Tag wartet, aber die hatten alle wieder Fluss mit der Lyse, muss man schon sagen. War kein Unterschied. Dann diese nächste Arbeit finde ich erstaunlich. Und ich musste erst ein bisschen Hintergrund lernen, bevor ich dieses beurteilen konnte. Es geht um ein ökologisches Modell in Städten, um mehr Bewegung zu fördern. Man macht sich letztendlich Sorgen über diese BMIs, alle über 30. Und wenn die Leute ihre Schritte zählen würden, wie ich das mit meinem Handy hier mache, und wenn sie alle mehr als 10.000 Schritte schaffen würden, dann wären vielleicht weniger Leute dick. Aber vielleicht könnten wir auch die Nachbarschaften in den Kommunen so gestalten, dass die Leute mehr gehen müssten, anstatt in ihrem BMW da rumzugurken.
Und da kann man sich das alles und die Psychologie dahinter und für Städteplanung und wie wir Active Recreation und Interpersonal Demographics und Policy Environment und es gibt eine ganze Lehre, die sich nur hiermit beschäftigt. Und es gibt auch Städtemodelle. Und hier in diesem grünen Dreieck ist ein Modell und hier ist das andere Modell hier oben. Und wenn ich in die USA fliege und aus dem Flugzeug gucke, sehe ich häufig, dass die Kommunen sind so aufgebaut. Hier sind die Häuser und die Straßen haben diese Rundungen hier. Und dann hat man hier ein großes Shopping Mall, da hängen die Leute hin, die fahren da alle mit ihren Autos hin. Und hier sind ein paar Apartments. Dies und hier ist sogar eine Schule. Dies soll ungünstig sein. Und in so einer Gemeinde, wie dies gestaltet ist, hat man die Auffassung, dass die Leute mehr gehen müssen. Und es wird viel darüber beschrieben, Fahrradwege sind ja auch was Gutes, aber ich finde diese Bewegung zu Elektrofahrrädern ganz schlecht. Da sollen die Leute lieber ein bisschen strampeln, anstatt dass sie sich von einer Batterie bewegen lassen. Aber das ist nur meine Meinung. Und dies ist die Studie. Dies ist eine Kohortenstudie, ist eine Untersuchung an 14 Städten, ist eine Querschnittsstudie. Man hat diese Städte untersucht und hier ist Aarhus, Dänemark, das bestimmt ganz gut. Hier ist eine Stadt in der Tschechei, Bogota, Kolumbien, muss man wahrscheinlich auf die Drogenhändler hier Acht nehmen. Ghent in Belgien, hier ist Wellington, Neuseeland, Christchurch, Neuseeland, Seattle und Baltimore ist hier auch irgendwo drin. Und diese Städte hat man sich untersucht und dann hat man festgestellt, wie die Bürger sich wie viele MVPAs sie generieren. Das ist Moderate to Vigorous Intensity Physical Activity. Und diese Tabelle schlägt dann ja tot. Aber im Prinzip, was sie gemacht haben, ist, sie haben Bürger in diesen Städten mit Accelerometer ausgestattet, das heißt Handy, diesen Schritt zählen kann wie das. Und man hat sie dann gemessen und geguckt und sehen, ob sie Fahrrad fahren und schwimmen und wie viele Kalorien sie verbraten beim Duschen und so weiter. Und das wurde dann standardisiert in diesen sämtlichen massiven Gemeinden in diesen Städten. Und leider haben sie kein schönes Bild, wie das ausgekommen ist. Aber im Prinzip, hätte man sich ja auch vorstellen können, die Leute in Wellington, Neuseeland, haben gewonnen. Die haben die meisten MVPAs in der Studie. Die haben 37 Minuten pro Tag, sind ja immer noch ziemlich bescheiden, so 37 Minuten pro Tag bewegen die sich für 23 Stunden und eine halbe Pense. Aber die Leute in Baltimore waren am schlechtesten, was die MVPA-Generierung. Und dann haben sie hier eine große Statistik gemacht und haben festgestellt, dass die Variablen, die einen Einfluss haben, ob die Leute sich bewegen oder nicht, hat zu tun mit die Dichte von Bewohnern, wie viele Straßenkreuzungen es gibt, ob es eine öffentliche Transportmethode gibt, außer Auto zu fahren und wie viele Parks diese Städte haben. Ich hätte wahrscheinlich keine Studie machen müssen, um das herauszufinden. Ich fand es erstaunlich und darum musste ich auch darüber. Also das ist Urban Environment in Atlanta. Dies ist wichtig. Dies ist die Sapien 3 Studie. Das ist eine bestimmte Ortenklappe, die mit transkutaner Methode hier eingesetzt wird. Und die Hersteller, ich glaube das ist Medtronic, hab's erst vergessen, die wollen diese Klappe natürlich verkaufen und ich glaube, das ist auch ihr gutes Recht, nämlich diese Klappe ist ziemlich gut. Und hier ist ein Vergleich, langfristiger Vergleich bei Patienten, die für beide Behandlungen hier in Frage kommen. Ist eigentlich nicht eine randomisierte Studie, was besser wäre. Aber hier ist die Tavir-Bevölkerung und hier ist die operierte Bevölkerung. Und es geht überwiegend um ältere Patienten. Diese Patienten sind eigentlich ziemlich jung. Stimmt nicht. 81 sind alt. Okay, alte Leute kriegen in Ordnung Klappen. Übergewichtig sind sie auch noch. Nyha-Klasse 3 bis 4. Viele auch nicht sehr doll. Also diese Leute sind eigentlich ziemlich krank. COPD hat ein Drittel. Sauerstoffabhängig. Die hätte ich wahrscheinlich nicht in diese Sache eingeschlossen. Aber gut. Vorhofflimmern,
wie weit sie gehen konnten in 6 Minuten und so weiter. Das ist alles hier gegeben. Und hier sind mehr Tabellen, die dann abgeschnitten haben. Aber der Punkt ist dieser. Die sind eigentlich ziemlich gut. Die erste Frage ist Ordnungseffizienz. Und bei der TAVIA-Behandlung, wenn die Leute Ordnungseffizienz kriegen, ist das schlecht. Aber mit dieser Klappe, None or Trace, waren viele. Und da ist der Verlauf ziemlich gut. Und wenn sie mittelgradige Ordnungseffizienz haben, dann ist die Gesamtmortalität schlechter, aber immer noch ziemlich gut. Und im Prinzip diese Quintile hier, die sie ausgerechnet haben, legen die Idee nahe, dass die TAVIA-Klappe besser war als die Operation für die Kliniken-Endpunkte und würde die Idee nahelegen, dass diese Alternative vielleicht für diese 80-jährigen Leute wenigstens besser ist, als operiert zu werden. Dann das nächste. Wieder mal eine erstaunliche Lancet-Studie. Man fragt sich, was geht den Leuten im Kopf los? Es geht ums folgende Problem. Übrigens, dieses William Stuart Halsted, der ist der Vater der modernen Chirurgie. Der hat eingeführt, erstens, aseptische Technik. Chirurgen tragen Gummihandschuhe. Seine Idee. Der hat die Leistenbruchoperation durchgeführt, die wir heute noch anwenden, außer wir machen ein Netz noch rein. Aber im Prinzip machen wir die gleiche Operation, die er eingeführt hatte. Das war die erste erfolgreiche Leistenbruchoperation. Der hatte Operationen für Brustkrebs eingeführt und die Frauen mit Brustkrebs, die bei ihm auftaucht, waren natürlich viel schlechter dran als die Frauen, die wir heute sehen mit Brustkrebs. Er hat Schilddrüsenoperationen eingeführt. Er hat die Unterbereiche, er hat seine Assistenten einfach verdonnert. Du wirst jetzt Neurochirurg, Harvey Cushing, und du wirst der erste Urologe und du machst HNO. Das hat er eingeführt. Und was keiner wusste, außer seinem Doktor, der hieß William Osler, war, dass Halsted war kokainsüchtig. Und das hat er gelernt in Wien, weil er von Sigmund Freud abgeguckt hat, dass Kokain ein Lokalanästhetikum ist. Und das funktioniert auch, um Hernien zu operieren. Hat auch Hernien mit Lokalanästhesie operiert, mit Kokain. Es funktioniert auch im Rückenmark, aber es macht süchtig. Und damals hatte man die Auffassung, naja, vielleicht können wir den Kokainsüchtigen einfach Morphium geben. Das wurde auch gemacht. Und William Halsted hat 180 Milligramm Morphium pro Tag konsumiert, wahrscheinlich für 35 Jahre, und Kokain auch. Und ist mit 69 gestorben. Hier geht es um wieder mal Drogensüchtige. Und hier, die sind Kokain-Drogensüchtige, die Heroin kriegen wegen dieser Abhängigkeit. Und die Frage ist, kann man den Kokain entnehmen, wenn man den Dextroamphetamine verordnet? Und dies ist tatsächlich eine Phase-1-Studie, um diese Hypothese zu testen, bei diesen holländischen. Leider sind die nicht so brillant wie William Halsted, aber die haben das gleiche Problem 100 Jahre später. Und der primäre Endpunkt war Kokainverbrauch über 4 Wochen. Ja, William Halsted ist damit fertig geworden für 35 Jahre. Und dies ist eine 4-Wochen-Studie. So viel haben wir erreicht mit evidenzbasierter Medizin. Und was wir hier sehen, hier sind die Leute und wie viele Tage Kokain, kannst du alles selber nachlesen, wenn das Sie interessiert. Und dies ist alles auch eine Fragebogenstudie. Man hat die nicht beobachtet mit irgendwelchen Kameras oder sowas. Man hat sie nur gefragt und gehofft, dass sie die Wahrheit erzählen. Und was man hier festgestellt hat, ist, es ist möglich, dass der Kokainkonsum heruntergeschraubt werden kann, wenn man diese Leute anstatt Kokain mit Dextroamphetamine, alles für mich ein bisschen zu kompliziert. Der Fall in Lancet war dieser. Und da habe ich ein bisschen über Ohrläppchen gelernt. Ohrläppchen, wir haben ja beide einen rechten, einen linken.
die sind ziemlich gut durchblutet und man kann mit Ohrläppchenblut ziemlich gut Blutgase messen. Das macht man an Kleinkindern, könnte man auch an Erwachsenen machen. Und ein Grund dafür ist, da sind ziemlich viele Anastomosen mit Arteriolen am Ohrläppchen. Darum sind die auch immer so schön rot. Und dieses Kind hier hatte eine Keloidveränderung am Ohrläppchen. Kommt der Doktor mit einer Triamcinolon-Spritze, pum, spritzt da rein und auf einmal kann das Kind aus dem Auge auf der gleichen Seite nichts sehen. So schickt man ihn zum Augendoktor und hier ist das Fundusfoto und wir hier sehen hier lauter retinale Infarkte und können uns schon vorstellen, warum der nicht sehen kann. Großer Schreck. Aber der Spuk war innerhalb 6 Stunden vorbei und das Kind konnte wieder sehen. Und die Autoren machen darauf aufmerksam, dass da genügend Anastomosen sind zwischen Arteriolen, sodass wenn man unter Druck da ins Ohrläppchen irgendwas reinspritzt, dass man Embolien im Auge auf der Seite auslösen kann. Das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Kommen Sie nächste Woche wieder und es geht mit der Spannung weiter.